zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, ich habe hier eine Neuheit für 2023 von Harpo. Wir haben hier den Feuergolem aus der Sagen- und Märchenwelt, hat die Nummer 36026. Ganz neu erschienen, ist kein Repaint, soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte Harpo das noch nie im Programm. Ja, und ich denke einfach mal, Harpo hat mitbekommen, wie erfolgreich die Eldrador Creatures bei Schleichlaufen, darum, ja komm, kann man ja auch mal probieren. Und ich muss sagen, das, was ich bisher auf dem Produktbild und durch die Tüte hier gesehen habe, ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall klasse, gefällt mir sehr gut. Ich liebe solche Fantasy-Geschichten. Ich habe ja auch schon den neuen Eisenritter und auch den Troll oder war es ein Ogre ausgepackt. Großartige Fantasy-Figuren. Und umso mehr gespannt war ich auf ihn. Harpo gibt hier eine Größe von 11 cm an. Kommt hier auch in einem kleinen Blister, damit die Beine nicht verzieht. Tüte, ja, muss ich aufschneiden. Das mache ich mal ganz schnell. Glück habe ich immer eine Schere hier neben mir liegen. So, und dann Herr Feuergolem. Das ist er, der Gute. Und er sieht, ja, er sieht noch besser aus als auf den Produktbildern, wie ich finde. Sehr, 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 sehr schön. Schleich hat ja, gerade was das Feuer angeht, so transparenten Kunststoff genommen. Harpo hat drauf verzichtet und hat die Flammen hier tatsächlich richtig nachgemalt. Ja, wie gut das gelungen ist, auch das werden wir sehen. Die Ummantelung für die Beine, den Blister, mache ich hier mal weg. So, dann den Anhänger mache ich hier auch gleich weg. Zum Glück kein Klebeetikett. Ja, hier sind eigentlich nur Warnhinweise drauf und nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen den verschluckbaren Kleinteilen. Sprich, Teile, die hier abbrechen können. Und Kleinkinder nehmen ja alles in den Mund, ne, und verschlucken das unter Umständen nicht gut. So, was ich hier, glaube ich, auch nicht wirklich gut finde, ist dieses Schwert. Denn, wie es aussieht, kann man das hier nicht aus der Hand nehmen. Hier ist so ein dicker Knubbel. Beziehungsweise ich traue mich das gar nicht nach oben zu ziehen wegen Farbabrieb. Ach doch, ich glaube, ich würde es schon rauskriegen. Aber ihr seht, wie fest der Knubbel hier sitzt. Also ich möchte es jetzt gar nicht probieren. Das Schwert ist auch nicht auf den Griff hier drauf gesteckt. Das scheint schon alles ein Guss zu sein. Jo, also es lässt sich halt in der Hand bewegen. Aber rausmachen, ich glaube, das mache ich besser nicht. Also es sitzt schon verdammt stabil da unten drin. Ja, vielleicht kann man auch den Knubbel rausziehen, aber es fühlt sich alles so an, als ob das so gewollt wäre, dass du das Schwert ganz einfach drin lässt. Fertig, aus, ab. Ja, also das Schwert können wir hier in seiner Hand 360 Grad drehen. Wir können den Arm 360 Grad drehen, genauso wie dieser hier auf der Seite. Jawohl. Den Kopf, den Helm, der sitzt allerdings, oh, der sitzt fest, den kann man nicht bewegen. Der wurde hier angeklebt, wie scheint. Ich kann noch mal probieren. Nein, also das fühlt sich an, als ob der tatsächlich fest wäre. Wir können auch nur die Arme hier am Ansatz bewegen. Ellenbogen geht nichts. Auch die Beine lassen sich nicht bewegen. Okay, alles gut, alles kein Problem. Witzig hätte ich es jetzt gefunden, wenn man noch den Helm irgendwie abnehmen könnte und dann grausliges, flammendes Gesicht drunter wäre oder so, ja? Wäre auch noch cool gewesen. Aber Harpo macht keine Actionfiguren, muss nicht sein. Dieses Action-Feature mit den Armen finde ich schon absolut ausreichend. Es ist Harpo, ein klassischer Hersteller, da erwarte ich nichts an Action von dem her. Okay, wenn ihr die Arme dreht, dann bleibt auch nichts irgendwo hängen oder streift. Ja, nee, ist alles gut. Nicht ganz so gut ist hier dieser Farbabrieb auf der Flamme. Ist es ein Schmierer oder ist es ein Farbabrieb? Ich kann es euch, ja, jetzt fühlt sich ein bisschen an, als ob hier die Farbe abgeplatzt wäre. Ja, ist nicht ganz so schön. Auch hier oben sitzt es nicht richtig drauf. Ja, hier und da, ne, hier an dieser Stelle sieht man auch ein bisschen was, obwohl der Arm hier überhaupt nicht dran vorbeistreift, ja. Also das haben sie schon gut gemacht. Die Dinger sehen auch wirklich aus, als wären sie handbemalt. Das haut mich hier wirklich weg und das ist auch echt verdammt aufwendig gemacht. Also die Grundfarbe, denke ich mal, ist hier schwarz und alles andere, sprich dieses feurige Orange und Gelb, haben sie drauf gepinselt und das ist echt gut gemacht. Vielleicht ist es auch ein Wash, dass das einfach in dieses
orange getunkt haben, hier und da noch ein bisschen gewischt und die Flammen halt in gelb aufgemalt mit etwas orange drüber. Ja, also sieht auf jeden Fall super aus. Das Vulkangestein ist hier zu 100% eingefangen. Also wenn das kein Element Feuer ist, dann weiß ich es auch nicht. Also bombig. Und er kommt halt wirklich sehr düster. Gefällt mir. Sie haben das Orange wirklich so gut gewählt von der Farbe her, dass es aussieht, als ob der Helm hier innen glüht. Ja? Und hier vorne sieht es aus, als hätte er noch zwei Nasenlöcher im Helm drin. Ja, also dieses feurige Orange ist kein Rot, sitzt hier wirklich in jede Ritze rein und das sieht klasse aus. Auch die Hörner sind ein bisschen krumm gearbeitet, ist Absicht, sieht aus, als ob schon uraltes Wesen wäre, was hier durch die Feuer- oder Vulkanwelt stapft. Also das gefällt mir richtig gut. Der Helm ist auch nicht irgendwie rund und arschglatt. Nee, er sieht ein bisschen verbeult und alt, gebraucht ganz einfach aus. Ja, hat was Dämonisches und ich liebe das. Das ist super. Dann links und rechts flammt das Feuer hoch. Und hier sieht man halt, das ist schon, glaube ich, handgemacht, handbemalt. Nee, also ich sehe da kein Druckraster oder sowas. Das ist schon mit dem Pinsel drauf gemalt. Ja, würde ich doch absolut sagen. Und das hier ist tatsächlich ein bisschen irgendwie abgesplittert. Da scheint da irgendwo derbe aufgestoßen zu sein. Aber ja, ist nicht schlimm. A, ist es die Rückseite. B, könnte ich da locker ein bisschen drüber pinseln. Das ist kein Thema. Also sieht klasse aus, wie dieses feurige Orange hier verteilt wurde. Die Flammen haben sie nett gemacht, wurden einfach skulpturiert, aber sind nett gemacht. Man sieht, es sind Flammen und das züngelt hier auch überall durch. Ja, durch die Felsen, überall kommen hier Flammen raus. Klasse gearbeitet. Herrlich, steinig das Ganze, wie so Lava, die fest geworden ist und darunter glüht und brodelt es immer noch. Ja, sehr schön gemacht. Also sehr kräftige Arme, sowohl Ober- als auch Unterarm. Überall stehen hier so spitze Gesteinsbrocken hervor. Das ist sehr schön gemacht. Die Faust ist hier fest um das Schwert geschlossen. Auch hier brodelt die Lava. Hier an der Schulter sieht man ganz viele abstehende, bizarre Gesteinsbrocken. Das Schwert gefällt mir auch sehr gut. Die Parierstange ist krumm. Das gibt dem wunderbares, bizarres Aussehen. Ihr seht, hier geht es viel länger raus als hier auf dieser Seite. Dann haben wir hier in der Mitte noch eine kleine Erhebung und drumherum auch überall diese glühende Lava. Und selbst hier flammt hier noch dieses Feuer auf. Also ja, sehr, sehr, sehr originell. Gefällt mir alles gut, was ich bis jetzt sehe. Die Schulter schön tief hier eingefurcht. Tolle Gesteinsbrocken, die man hier gemacht hat. Hier ebenfalls die Schulter mit abstehenden Steinen, Lavasteinen. Überall glüht es hier. Wow, echt schön eingefangen. Und hier lodern wieder Flammen rauf. Und auch die Faust hier vor Wut oder Kraft geballt. Sehr, sehr, sehr schön. Tolle Arbeit. Ja, die Hüfte wird ein bisschen schmäler und dann steht hier noch ein bisschen wie ein Waffenrock ab. Auch das hier schön unterteilt in so Felsbrocken, wie man sehen kann. Überall dieses Orange dazwischen, dann geht es hier in die Beine über. Hier züngeln ebenfalls noch Flammen hoch, genauso wie auf dieser Seite. Wurde aber unterschiedlich skulpturiert. Man sieht es hier an den Kniesteinen, Scheiben kann man nicht sagen. Die Waden, die Beine schön dick, als ob er wirklich gerade aus der Lava entstanden wäre. Hier ebenfalls. Also dieses Orange zieht sich echt bis runter und ihr seht, wie herrlich bizarr das hier gearbeitet wurde. Es ist der Hammer. Also das ist echt eine Freude, so schön gemachte Figuren hier mal wieder zeigen zu können. Der Wahnsinn. Auch hier unten. Zehen, ja, nicht wirklich. Es ist einfach eine Lava Brei, Masse, anders kannst du es nicht sagen. Hier unten ist auch noch eine kleine Nummer. Und selbst hier unten seht ihr noch die Lava zwischen dieser Masse durchblitzen. Also absolut fantastische Figur. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also braucht sich hinter Eldrador Creatures nicht zu verstecken. Also gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut.
ist ein Minus, dass man das Schwert hier nicht rausnehmen kann, einer anderen Figur in die Hand geben. Vielleicht, wenn man richtig zieht, kriegt man es raus, aber ich möchte es nicht machen. Ich habe da ein bisschen Schiss vor Farbabrieb, aber ist okay, der darf sein Schwert ruhig behalten. Und er sieht klasse aus. Das ist ein absoluter Knaller. So, was haben wir hier für eine Größe? Hier komme ich, ja, nö, nicht ganz auf 11 cm. Ich komme hier auf 10,7 vielleicht, aber nicht auf 11 cm. Wenn ich jetzt den Arm nach oben halte mit dem Schwert, dann komme ich hier tatsächlich auf 12,6 cm. Ja, 12,6 cm. Eine schöne Größe. Ich habe jetzt nicht den Lava-Golem von Schleich greifbar, aber ich habe den Lava-Dämon. Der ist natürlich größer, aber ich stelle ihn trotzdem mal daneben, damit ihr es einfach mal seht. So sehen die beiden aus. Also man sieht schon Unterschied. Schleich hat da mit transparenten Teilen gearbeitet, was mir auch super gut gefällt. Und ihr seht auch hier dieses Lava-Gestein etc. Ne? Haben sie super schön gemacht mit diesem Orange dazwischen, das kommt schon absolut bombig. Also auch die Figur ist eine absolute Granate. Ja, ihr könnt hier das Maul bewegen, öffnen und schließen. Ihr könnt die Arme bewegen, ihr könnt den Oberkörper bewegen. Das ist schon absolute Bombe. Ja, und so seht ihr einfach mal im Vergleich den Feuergolem von Papo. Papo und Schleich versus würde ich weglassen. Also ich finde die beide absolut klasse. Ich liebe die Eldrador Creatures und ich liebe die Fantasy-Figuren von Papo. Ja, also großartig. Und ihr seht, ihr könnt die auch zusammenstellen. Also das passt schon. Also diese Art, die Machart, bis auf die aufgemalten Flammen, unterscheidet sich nicht so krass, dass ihr die Figuren nicht nebeneinander aufstellen könntet. Okay, das wollte ich nur mal ganz, ganz schnell hier zeigen. Der ist eine Bombe. So, wisst ihr was? Auch den stelle ich hier jetzt kurz in den Wald. Ich liebe diese Base. Und ich liebe es, wie die Figur da auch wirken. Und das kommt richtig, richtig gut. Toll wäre, wenn das jetzt auch noch alles brennen würde und die Lava fließen, kein Thema. Aber sieht schon klasse aus. Darum, wenn ihr eure Figuren ab und zu mal mit raus in die Natur nehmt und Bilder machen wollt, vielleicht habt ihr sogar irgendwo Felsen liegen, eine kleine Höhle oder sowas, nehmt den Kollegen hier mit. Sieht großartig aus, kann ich euch jetzt schon sagen. Ne? Also, das einfach hier nochmal kurz angemerkt. Ist eine super schöne Figur, gefällt mir wirklich gut. Vom Preis her liegt er hier bei etwa 12 Euro, ganz grob. Dann habe ich hier noch den Eisgolem und den Steingolem. Die werden wir uns auch noch in extra Videos anschauen. Und ich glaube, dass die hammermäßig gut wirken, wenn sie nebeneinander stehen. Also ich wünsche mir jetzt schon gerne noch weitere Elemente von Papo. Denn ich liebe dieses Thema und ich liebe Fantasy. Kreaturen, Figuren, Monster. Für mich gibt es nichts Schöneres. Könnte ich mich den ganzen Tag mit umgeben. Großartig. Fantasy, 2 Daumen nach oben. Toll gelungener Lava- oder Feuergolem. Werde ich hier jetzt noch in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Falls ihr weitere Fantasy-Figuren habt von Papo, gerade auch diese Basilisk und Co., was ich euch auch schon vorgestellt habe, oder halt eben den Eisenritter, passt hier wunderbar mit dazu. Vor allem, wenn ihr ihn gegen diese Ungeheuer hier antreten lasst. Ne? Das auf jeden Fall. Okay, ja, dann noch viel Spaß beim 360-Grad-Dreh. Eine Geschichte von Papo zur Figur gibt's leider nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.